So, herzlich willkommen zurück bei A Second Super Mario Bros. X. Ist A Second Super Mario Bros. X-Wing. Das hier ist mal wieder PBG. Post-Production Gifion. Ich hab mal wieder, wie schon beim vorigen Video und bei dem Final Fantasy V Video halt, mein Audio, also mein Mikrofon Eingabe komplett verloren. Und heute machen wir ein sehr interessantes Level. Sehr schwierig, aber auf jeden Fall hat mir das Level sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das bemerkt man noch hier im Aftercut. Also, die Sache hier ist, sie ist eigentlich ist ziemlich schwer, aber es gibt Gott sei Dank den Tank Mode. Das ist dieser Block hier, wenn man den aktiviert, dann spawnen mehr Rüben. Damit sollte die Sache etwas einfacher vonstatten gehen. Zuerst wollte ich natürlich ohne probieren, weil warum sofort den Easy Mode wählen, wenn man noch nicht weiß, wie hart hart ist. Und ich wurde sofort zerstört. Was ich da getan habe, überhaupt keinen blassen Schimmer. Aber nun gut, ich würde sagen, Grimfion, mach dein Ding, bitte. So, zuerst hier. Der erste Tipp war, die Skull sehr viel zu benutzen, was wir auch tun werden. Und Tank Mode, da sagen wir nicht nein, glaube ich mal. Ja, die Sache hier ist, man muss langsam vorangehen und nicht da durchrushen wie ich gerade. Vorteilhafterweise bin ich gerade erst Nubi. Nein, nee, das war wirklich Nubi von mir. Ja, hier muss ich mich erst noch an die ganze Sache hier gewöhnen. Aber das hier sollte eigentlich machbar sein. Jedoch, wenn ich mich richtig erinnere, ja, genau das. Wann habe ich das überhaupt aufgenommen? Am 19. Oh Mann, das ist ja schon einen halben Monat her. Ja, das war auch der Grund, warum ich nicht so viel hochgeladen habe. Ich hatte wieder vor, regelmäßig hochzuladen, ne? Und als ich bemerkt hatte, dass mir bei drei Videos die Audio fehlt, war ich schon etwas angepisst. Ja, noch eine Sache. Skullgirls. Sehr drastisch. Skullgirls. Skull-Dingens-Kirchen hier sehr zerstörhaft. Da muss man wirklich Acht geben, dass man da sich nicht selbst köpft. Wenn ich das so sagen darf. Ja, was ich auch bemerkt habe hier bei den Bomben auf jeden Fall. Das war einfach nur behindert, aber auf jeden Fall in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Einfach geduldig bleiben, dann sollte es um einiges einfacher sein. Dann hier so langsam schauen, wo man sicher ist und wo nicht. Immer sehr wichtig bei solchen Leveln wie diese hier mit Le Fox und so und Spinning Fire Finger Thingies. Aber das hier ist eine sehr knackige Stelle, weil dieser umkreisende Feuerball steht da ziemlich gut. Ja, das war einfach nur zu voreilig. Hier auch genau das. Ja, ich hoffe, dass das hier nicht so ähnlich wird wie bei dem Final Fantasy V Video, aber normalerweise sollte das nicht der Fall sein, weil hier wiederholt sich ja die Sache nicht die ganze Zeit. Also, diesmal würde ich vorschlagen, griff hier und pass einfach auf. Warte ab, bis die Bomben explodieren, ohne dass du mit drauf gehst. Perfekt. Dann fast das, was du erreichen wolltest. Fast, aber nun gut. Hier. Warte, bis der Geist vorbei ist. Genau. Und jetzt genauso rüber. Genau. Hier wieder abwarten. Hier habe ich später noch einen Trick, der das vereinfacht. Aber
Ich habe den jetzt noch nicht eingesetzt. Ich nehme an, ich merke das erst später, weil man nie, wenn man nicht zu schnell runterläuft, dann spawnt der Panzer nicht sofort und dann kann man einen der Skull-Köpfe bekommen. So. Die meiste Gefahr wurde dann hier ausgeschaltet. Hier, das macht man gut. Hier könnte man eigentlich noch einen Skull mitnehmen, um das hier um einiges zu vereinfachen. Was ich aber nicht getan habe. Später werde ich jedoch noch die Idee bekommen, weil ich mich richtig erinnere. Und ein weiteres Problem hier ist ganz klar, dass der obere Geist auch noch runterkommt, wenn man zu lange hier braucht. Bei Love Fox ist sowieso das Problem, dass wenn man nicht schnell genug ist, sie anfangen zu spawnen und dann wirklich sehr rapide sind. Aber am Anfang brauchen sie wirklich längere Zeit, bis der erste Schuss kommt, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ich mache da eigentlich fast immer denselben Fehler. Das muss wirklich aufhören. Und diesmal Tank Mode activated und Demo ist irgendwie in den meisten Fällen besser geeignet als Luigi, als da habe ich halt wieder, war ich halt wieder zu schnell unterwegs und war dann verwirrt, was ich tun soll. Und hier bemerke ich jetzt das mit dem Skangle, dass ich da einen Skullkopf kann bekommen, wenn ich nicht zu schnell bin, also einen Schildkopf. Und hier haben wir wieder das Problem mit der Sicherheit. Gut, hier muss man wirklich einfach nur den Kopf mitnehmen. Langsam sein. Hier dadurch. Ah, Griff, ja, und wann kommst du auf die Idee, den anderen Kopf auch mitzunehmen? Egal. Ja, sobald ich einen Hit bekomme, einfach da durchwascheln. Das ist die Regel bei Tank Mode. Und mit den Bomben einfach abwarten, bis sie explodieren. Das ist wirklich am effektivsten. Da ist ein Banana Snake, den können wir aber getrost easy ausschalten mit einem Schädel. Sogar noch einfacher wie das, das sehen wir aber noch später. Und hier hat sterben ja, wie, ah ja, richtig, das hat mich das erste Mal so erschrocken. Okay, hier ist der Trick wirklich auch wieder. Die Schädel zu nutzen, ohne dabei drauf zu gehen. Und ja, genau das. Bei Rainbow Shells, die einfach entschärfen, ist am effektivsten. Das war eigentlich mein Fehler. Nächstes Mal mache ich das effektiver, wenn ich mich richtig erinnere. So, Trick Nummer 1. Das da. Nur ohne nach rechts zu laufen, damit man muss nichts riskieren. Tank Mode Activated ist einfach nur einfacher für mich, weil ich bin jetzt nicht so der Pro, das wisst ihr. Hier, abwarten. Habe ich leider nicht gemacht. Ja, und als nächstes hier Skull nehmen, dem dodgen, perfekt. Und damit jetzt den Love Fork ausschalten. Perfekt. Auf ungefähr. Der Hit war es eigentlich wert. Und jetzt nicht hier sterben. Perfekt. Hier runterrutschen. Damit man den blauen Koopa zerstören kann. Dann den Schild mitnehmen. Das da zerstören. Einen anderen Schild mitnehmen. Was ich leider nicht tat. Oder vielleicht doch. Nice. Das vereinfacht die Sache so enorm, das kann man sich fast überhaupt nicht vorstellen. Dann hier wieder abwarten, was ich nicht tat, weil ich bedimmelt bin. Ja, aber wie ihr seht, so langsam bekomme ich ein System, wie ich dieses Level hier anzugehen habe. Und das ist hier wirklich ein typisches Level, wo ein System wirklich nur von Vorteil ist. Ja, da habe ich die Sache falsch
eingeschätzt, aber mit dem, ja, genau das hier war einfach die Sache mal wieder enorm. Ist nur etwas schwierig, den wieder zu hitten. Und ja, bin ich etwas panikiert. Also nochmal das Ganze bitte. Ich brauche unbedingt ein Schneideprogramm, das effektiv halt Chipmunken erlaubt. Momentan muss ich die Audio und das Video einzeln anpassen. Weil ich kann mit AVDMux nur das ganze Video beschleunigen und nicht einzeln. Ich muss schauen, ob das nicht mit Bandicoot geht als spätere Nachbearbeitung. Aber es könnte sein, dass ich dann etwas Qualität verliere, weil ich dann sozusagen ein komprimiertes Video nochmal bearbeite. Das bedeutet, es entkomprimiere, um es später wieder zu komprimieren. Was eigentlich nicht so gut ist. Aber nun gut. Warum hast du keinen Schädel mitgenommen? Warum? Tja, gut. Ich habe aber bemerkt, dass das dämlich ist, was ich da tue. Nun gut, dann nehmen den Schädel bitte mit. Danke sehr. Ich schmeiß ihn auf die. Ja, sehr gut. Da aufgepasst, perfekt. Den Geist, was leider nicht mehr getroffen ist, aber nicht so schlimm. Hier das nehmen und dann hier vorbei. Abwarten. Immer schön brav abwarten bei Bomben. Perfekt. Und weitergehen. Hier dann den Schild mitnehmen und nur einfach das machen. Geht natürlich auch. Hier timen. Das. Genau das. Timen. Perfekt. Hier nicht. Mann. Ich wäre jetzt fast wieder da an der Bombe gestorben. Ja, das hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber irgendwie ging es trotzdem irgendwie. Und da habe ich irgendwie zufällig schon den nächsten Schritt getroffen. Obwohl das nicht mit Absicht war. Das Witz ist, glaube ich, aber dass ich jetzt unterwegs nochmal sterben werde. Weil der Midpoint da oben ist. Schaffe ich es? Schaffe ich es bis zum Midpunkt? Midpoint? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ah doch, nice. Sehr gut. Damit haben wir die Hälfte schon geschafft. Und dann hier. Super duper easy. Den Bu einfach mit der. Mit Annäherungsversuchen ausschalten. Hier gehe ich dann erst wieder runter mit dem Skull holen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich hatte es vor, aber habe mir es dann doch anders überlegt. Und hier wirklich ist etwas schwierig, da die Sache richtig zu timen. Ich schlage vor, wirklich da zu versuchen, den Lurfog einfach zu zerstören. So, hier brauchen wir wieder einen Skull. Da ist ein Power-Up für mich, da sage ich nicht nein, aber er wird bewacht von einer Rainbow Shell, die mir Angst einflößt, aber kein Problem. Und plötzlich spawnt einfach eine Bombe in mir drin. Okay, hier sachte angehen, aufpassen, was ich tue. Hab leider schon verkackt, egal, noch einen Skull mitnehmen, den Skull da vorbeilaufen lassen, Mist. Egal, hier hat der Skull, den nehmen wir mit. Sehr gut. Damit LeFog ausschalten. Fast. Fast. Ich finde es toll, dass ich aber ungefähr weiß, was ich versuche dazu zu tun. So, hier. Einfach mal den Schall ausschalten, den Rest ignorieren. Mit dem Geist, auf den Geist achten. Auf der Kuppel, da ist man so auf ungefähr sicher. Immer auf den Geist aufachten. Skull zerstören. Da kommt noch einer, zerstören. Perfekt. Locker bleiben. Was zur Hölle habe ich da getan? Einfach ignorieren. Power up, da sage ich nicht nein. Okay, Banana Snake. Ohne Skull wird das etwas heftig.
sobald ich einen Hit bekomme, einfach da durchtanken. Oh Mann, hier geschehen viele Sachen. Einfach da durchwaschen, schnell. Hier auf der anderen Seite, nice. Schwitz aktivieren, super duper, nice. Und jetzt hier durch das Rohr. Gut. Und hier ist ein seltsames Cut-Off. Ich muss unbedingt schauen, ob ich überhaupt die neueste Version des Spiels habe. Können wir eigentlich sofort machen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, im Video von WowCow hat jemand gesagt, dass dieser Cut-Off eigentlich nicht sein dürfte. Schauen wir mal. Jetzt finde ich. Jetzt finde ich wirklich nicht das, was ich suche. Mach das einfach über Markovs Video. Ja, das hier ist nicht interessant zu zeigen, weil das war ja eigentlich schon. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Hier kommt ja eigentlich nichts Neues. Zu 1.2 habe ich diese Version, wo kann ich das nachsehen? Ja, ja. Wie bin ich jetzt da gestorben? Ah, okay, da war ich gerade. Tank Mode activated! Yay! Options, View Credits. Ne, das ist falsch. Wo schaue ich das am besten nach? Vielleicht im Ordner, wo die Executable ist, also die Anwendung. Als Episode 1. Ich hab keine Ahnung. Wir laden einfach nochmal das Update runter und dann schaue ich nach, vielleicht bin ich nicht in den Posts. Wann habe ich das ist gerade 49, ne? Ne, 50 müsste das sein. Ne, 51 schon. Nice, okay. Das war am 13.10.2014. Ja, ja. Unterwegs werde ich jetzt noch ein paar Mal sterben. Zehnter ist Oktober, ne? Mm-hmm.
Für nix. Schauen wir mal im View Topic, also im Let's Play Talkhouse Tweet. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht spoilere über das nächste Level, weil ich das andere Level nicht aufgenommen habe, weil ich wirklich 30 Minuten hier dabei war. Wo haben wir das denn? Was mache ich da? Ich musste niesen, irgendwie sowas. Seltsam. Vielleicht etwas im Video hier selbst. Bitte Supercard auf. Ja, dieses Teil hier ist wirklich super easy. Wenn man hier unterwegs stirbt, dann sollte man sich wirklich schämen, was ich glaube jetzt auch passieren wird. Aber im Vergleich zum vorigen Level ist das ja etwas out of place, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist jetzt auch egal. Machen jetzt einfach das Update. Das habe ich schon mal ausgeführt, aber egal. So, was ich muss den Worlds Ordner wählen. Das bedeutet auf meine D-Festplatte bei Games. Second on X Main Game Worlds. Okay. In Ordnung. Ja, okay, gut. So, und dann schauen wir weiter in unserem Video hier. Und da ist das Ziel und ich bekomme es. Ja, wirklich ganz im Ernst, das letzte Teil, also der letzte Abschnitt kennt man nicht streichen. Das Level ist auch schon so gut. Weil es ist trotzdem etwas zu einfach. So, und dann habe ich ja geschaut, was für ein Level dann das nächste wäre. Das wäre dann Retro Will. Und was jetzt noch in den nächsten 2 Minuten passiert, ich habe keine Ahnung. Ah, doch, genau. Ich wollte Level One-Ups sammeln und dann habe ich mir überlegt, ob ich das nächste Level noch angehen soll oder nicht. Wo ich glaube, ich mich doch dagegen dezidiert habe. Und wo kommt dieser Faustsink da her?
Wenn jemand weiß, was ich dagegen tun kann, das wäre super duper nice. You are smart. You are smart. I am smart. Hier war das ja, ne? Nein. Ah ja, genau. Kleine Kontrolle, ob wir alle Leaks haben. Bis jetzt. Ja, haben wir schon gemacht. Kommt als nächstes. Kommt auch noch. Ah, oh, meine Augen, wenn ich. Oh. Okay, das ist irgendwie mit dem Schwarz-Weiß tut das schon etwas weh in den Augen. Dieses V-Tearing, oh. Was tue ich da? Ja, ich kontrolliere halt, ob ich darüber kann, genau. Ja, was es nicht ist, genau. Wir brauchen unbedingt etwas Lives, was ich aber irgendwie vergessen habe zu tun. Nun gut, dann halt nicht. 59, das reicht ja auch komplett. Wie oft bin ich in The Floyd's Lava gestorben? 269 Mal.